Moin alle zusammen, wieder am Start mit Rot Platin League of Legends. Jo, der Amumu macht dasselbe wie ich. Er geht immer da rein, das ist sehr schön. Sehr schön. Das ist ein Bro. Ja, ich spiele als Ash, spiele als ADC. Was das letzte Spiel ja misslungen hat, habe ich ja nicht Ash gespielt, habe ich ja Jinx gespielt. Haben wir ja eigentlich relativ gut gespielt. Nee, das letzte Spiel, nee, das mit Jinx hätte sogar geklappt. Nee, das war das erste Game, was wir gestern gezockt haben, merke ich gerade selber. Danach haben wir ja Thresh und Ahri gezockt. Klar, alles fit, ja, ich daran erinnere mich. Ja, ADC haben wir ja trotzdem gut gespielt, haben trotzdem, glaub sogar eine Ashi, wo wir verloren haben. Ja, haben dann halt leider verloren, hab dann aber Ashi wieder gut gespielt, eine Normal, hab 23-0 Club gezockt, aber ist egal. Spielt ja keine Rolle, weil es ist ein Normal. Versuche sie jetzt im Ranked auszuprobieren, sie ist ein Hyper Late Game Carry, sie ist auch neu, ich weiß gar nicht, ob ich das schon in Dings gezockt hab, mal, aber egal. Haben einen Blitzwing auf der Bottom Lane, haben einen Amumu, das sich gerade hier in der verbackten Wand dahingestellt hat und sich versteckt hat, Camouflage sein wollte. Haben wir ihn im Jungle, eine Ahri in der Mitte und eine Ribbon, nicht namens der Freier, nicht namens der Schinken und nicht namens Dennis, auf der Top Lane. Mal schauen, ob sie besser ist, ob er besser ist als Dennis. Gut, den gegnerischen Team, den man schon auf der Map aufblinken sieht, ist ein Dings dabei, ist ein Vlad dabei. Ein Vladimir. Eine Lulu mit einem Ezreal Bottomlane, Jax Toplane und ein Trundle in der Midlane. Trundle im Jungle, nicht in der Midlane, aber man. Voll verkackt. Nicht voll verkackt, sondern ein bisschen, ja, ein bisschen nervös. Sind ja wieder online. Haben auch wieder Zuschauer hier. Ja, aber lass mich da noch treffen, sehr schön. Okay, das Minion kriegt man da natürlich nicht. Ich weiß auch nicht, was. Was ist denn mit ihm verkehrt? Ich hoffe, er kann Blitzcrank, weil er steht irgendwie total Brain AFK rum. Mich total wundert ein bisschen. Oh, sehr schön. Oh. Ja, ich verkacke auch gerade wieder die Last Hits. Müssen wir mal gucken, wie es ja abgeht wieder. Ja. Müssen wir es mal wieder ein bisschen predikten hier. Weil da Dings. Ach, ich muss mich irgendwie besser hinsetzen. Ich habe meine Tastatur auf. Es gibt eine Position, wo ich mit einer Tastatur richtig gut spielen kann, auf der anderen Position überhaupt nicht. Ja, wie du verkackt hast, das Last Minion, das ist viel nach vorne. Ja, es läuft schon mal gut. Ich habe auch gerade meine Überschrift nicht geändert, wie ich es gerade sehe. Oh. Blitzcrank, you are the held of the day. You are my hero! Boah, kannst du mal nicht rumstehen und mal irgendwas machen? Ich hasse so welche Leute, die irgendwie Support picken wollen und dann irgendwie total. Nur Brain AFK in der Welt rumstehen. Wow. Ich hasse solche Leute. Oh. Wow. Sehr schön. Musste wegflashen und sogar mein Heal usen. Damit ich hier nicht verrecke. ...14 zu 22. Alter Schwede, ey! Das soll Gold sein. Ich glaube, der Lacher war auf deiner eigenen Seite, oder? Ja, ich reg mich ein bisschen auf, muss man da alles dazu sagen. Ah, ja, meine Liebe. Das soll man am besten machen dagegen. Aber wenigstens läuft der Blitzgang ein bisschen rum jetzt. Da steht nicht die ganze Zeit irgendwie sinnlos rum. Sorry, I didn't know. I'm the auto attack. Sorry, reported. Nevermind. Erstmal hallo und herzlich willkommen für die Leute, die hier gerade dazu gejoint sind. Eben waren wir noch vor allem zwei, jetzt sind wir vier. Sehr schön. Freut mich. Ich bin der Hütte. Aber das Schwede, es nervt mich. Alle lieben Mirko. Oh, Sex, baby. Ah, ich krieg das Minion da hinten nicht. Ja, bekommen! Ich glaube, ich mute ihn gleich.
geht mir tierisch auf den Sack gerade. Hat er überhaupt noch Exhaust? Hat er Exhaust überhaupt geused? Ich weiß gar nicht. Ich muss weg, Leute. Ich dachte, Blitzchen gibt noch einen Kill ab. Ich dachte es noch. Wäre natürlich sehr schön gewesen. Ich glaube, der Hate war real gewesen. So. Sie use einfach ihre Ulti. Alles klar. Zu 31 zu 39. 8 Farm ist er vor mir. Muss mir jetzt Pickaxe holen, dann holt sie entweder Schienen und ich weiß oder Träne. Ich weiß jetzt wirklich nicht, was er sich holt. Das ist mir wirklich eine interessante Frage. Ich hoffe, der Blitzgang steht jetzt mal ein bisschen vor mir. Er holt sich Träne. Weiß wirklich nicht. Entweder bin ich gerade nicht in der aktuellen Meta mit den Itembuilds drin oder so. Was ich jetzt mal nicht denke. Er hat sich auch eine Träne geholt. Okay. Also verändert er gerade ein bisschen sein Damage, kann auch dafür spammen. Natürlich ist das für ihn eine bessere Sache, dass er mehr spammen kann, weil er geht mir mehr auf den Sack damit. Aber ich mache gerade mehr Damage. Wenn ich glaube generell sagen, dass ich mehr Damage mache. Das generell, ich weiß nicht so richtig, ob Ezreal stärker ist als ich, aber eigentlich, wenn ich ihn mit der Ulti treffe und dann meinen schönen Dings ja starte. Ja, trifft mich trotzdem noch, sehr schön. Eigentlich so einfach zu dodgen, dieser Scheißding, aber irgendwie schafft man es trotzdem nicht. Ich dachte, da würdest du gleich die Lulu gerade crappen oder so, deswegen ist er doch gerade so hingegangen. Oh, er läuft jetzt lang. Er läuft jetzt schneller. Ist irgendein Grund, aber jetzt dachte er aus. Ich verstehe den Blitzgang ein bisschen nicht. Ich verstehe ihn wirklich nicht. Es ist für mich eine Sorte Mensch, die man wirklich nicht verstehen muss. Alles Leute. Ich verstehe ihn wirklich nicht. Jetzt, Alter, jetzt muss ich ein bisschen konzentrieren, oder? Ist irgendein Grund. Habe ich wieder ein paar Frame Drops? Es geht auf 60 und auf 40 die ganze Zeit, aus irgendeinem Grund. Es nervt mich. Es ist nicht toll. Gucken wir erstmal hier lang, ob dort der Blue Buff da ist. Blue ist sogar da. Ja, wenn wir jemanden crappt, könnten wir eigentlich, ich glaube, gleich den töten sogar. Ach ja, müssen wir mal schauen, wie das Spiel hier alles so verläuft. 57, ja, jetzt 10 Farmer ist er vor mir. Leute, ich laufe noch schön rein. Ich treffe auch einigen jetzt nicht. Ja, jetzt das Mini kriege ich schon wieder nicht, weil ich gerade zu früh angehittet habe, weil ich irgendwie gerade in die Lane reinpushe. Oh, fuck. Frau Blitz, du bist ein Held. Du bist der Held der Nation. Er hat bisher einen Crab getroffen. Das war halt so ein komischer Crab, der fast mein Leben gekostet hat. Aber gut, er hat es nicht gewusst, dass er noch jemand, dass ein Gengar kommt. Das wusste, man wusste uns wirklich nicht. Weil wir kein Wort hatten. Und es war eine Situation, wo er sich noch keine anderen Worte leisten konnte. Aber er konnte sich Träne kaufen statt Dingsbums. Ich weiß nicht, wie es heißt. Sehr schön. Wow, Double Kill für die Ribbon. Ja, halt Ribbon-Spieler. Es sind halt Ribbon-Spieler, die halt es irgendwie alles schaffen. Irgendwie Double Kill zu machen, aber dann irgendwie, glaube ich, im Late Game total alle verscheißen. Und dann ihren Freunden alle erzählen, hey, ich habe das schon durchgemacht. Oh, naja, gut. Ja, er trifft trotzdem noch. Der letzte, trifft die letzte Penisspitze hier. Ja.
Ey, dieser Blitz, der hilft mir tierisch gerade in die Minions zu bekommen. War jetzt schon, glaube ich, zweimal oder dreimal, dass die Minions mir. Ja, es waren jetzt alle Minions, die mir geholfen haben dafür. Ich könnte mal einen Schwinkel da reinsetzen in den scheiß Busch, aber na gut. Oder hat schon. Oh. Musst du manchmal aufpassen, wenn der Blitz aktiviert wird. Seine komische Passive da. Sein Ulti, das ist ja seine Ulti-Passive. Da hat er sogar zwei Passiven. Ich verstehe trotzdem nicht, weil er spammt ja gar nicht. Er spammt ja gar nicht mit seinen Spells. Er versucht es auch gar nicht irgendwie. Und deswegen verstehe ich gerade nicht, warum er sich Träne guckt. Deswegen verstehe ich gerade auch nicht. Alter, schon wieder, ey. Das ist total nervig. Immer wenn er grabbt, dann kommt der Dings. Ja, krass. Ein Lanz dazu. Ich wollte den Killer haben, ich wollte einen Triple Killer haben. Ich wollte einen Triple Kill haben, deswegen habe ich mich geflasht. Das war wirklich so. Ich wollte einen Kill haben. Nevermind. Ich glaube, mit den Raiden meint er mich eventuell. Aber es ist mir relativ egal. I came as quick as I could. So, sehr schön. Kommt mal, ja, wir holen uns noch zwei Abholz, holen uns noch ein paar Pots. Sehr schön. 2 Kills, 88 Farm zu 87. Wir haben jetzt auch den Farm jetzt wieder aufgeholt. Wenn es nicht viel ist, aber wir haben ihn wieder aufgeholt. Macht gerade die Krabbe hier. Und ja, Ribbon stoppt wieder. 4-4 steht sie gerade. Und unser Jax steht 3-3. Hey, ist natürlich auch nicht so gut, weil Jax skaliert meiner Meinung nach viel besser. Naja, es ist aber nur eine Vermutung. Und keine Tatsache. Oh, er macht schon mal Damage. Das ist nicht mehr so wenig. Hat sich jetzt mal endlich Wards geholt? Er hat sich, ja, zwei Wards. Naja, wenigstens was. Hm? Alter. Ja, er lacht auch noch raus. Disrespected schön. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ein komisches Disrespecten. Die Tür schon auf den Sack geht. Ah, 2 Kills haben wir. Ein Blue Buff. Holy shit, I'm rocking cups. Da sind eine ganze Kombo rausgehauen, sehr schön. Ich lasse dir wieder letzte Bock. Was ist denn das, was er macht, bitteschön? Ich weiß nicht wirklich, was das sein soll. Aber egal. Weniger aufregend, mehr spielen, oder? Ein Disrespect ist so sinnlos und schafft's trotzdem keinen zu hooken. Und der ist auch nicht mal gut. Ist einfach nur schlecht. Ist aber wirklich so. Ja, Ulti ein bisschen verfehlt, weil er noch weggesprungen ist. Trotzdem gut Job. Sehr schön. Schon mal schön rein.
So. Holen uns jetzt auch KDU. KDU können wir uns leisten. Sind auch 10 Farm mehr. Aber sie wird sich höchstwahrscheinlich jetzt die 10 Farm wieder dadurch holen. Wenn nicht sogar mehr. Also ist es jetzt auch relativ egal. So. Warten wir da jetzt noch ein paar Gold. Müssen wir eigentlich 40 Gold warten. 40 Sekunden auf der Inner Base. Irgendwie was hier zu predikten. Gucken wir mal hier, ob jemand hier drin ist. So, gucken wir uns das mal das Item hier. Ja. Ein bisschen Damage. Dann würden wir uns gleich eventuell. Das vampirische Zepter holen können. Gerade das Item vergessen. Flas nur F. Flas. Leute, Flas schreiben. Ja, hat jetzt ein bisschen mehr Farben. 6 Farben wieder mehr, aber so klar. Ich habe also 2 Minion-Wave einfach for free bekommen. Halt logisch. Ist halt erst jetzt nicht gut. Ich weiß nicht, was das sich da holt. Jetzt frage, ob die jetzt Drake machen. Ja, Drake. Drake dann. Wow, Leute. Ich sehe euch, Leute. Ja, gerade niemand da. Ja, sein können. Wir haben da sicherlich gewartet. So. Was sind denn die netten Damen und Herren? So, Slow Push. Ist der Mittor noch da? Nee. Ah, die wissen, dass ich da komme. Ja, die wissen, dass ich da komme. Hm, müssen wir jetzt Mitte treffen? Ja, der Amumu ist die ganze Zeit irgendwie Toplane. Der macht jetzt aus irgendeinem Grund Toplane-Druck. Klingt jetzt nicht so schlecht, natürlich nicht. So. Oh, okay. Tod, dem Meer gebührt. Ja, der nette Typ, der nette SWA ist mit Lane jetzt auch noch dazu gestoßen. Ich werde jetzt mal lieber Botting gehen. Jetzt haben wir mal wieder die Minion Wave vorhin. 140 zu 156. Ja, ich werde auch die ganzen Minion Waves gerade hier killt, die ich hier als Slow Push dagelassen habe. Oder die als Slow Push sein sollten. Weil jetzt irgendwie nicht geklappt haben, muss man einfach so sagen. Hab ich noch nicht? Klar. Frage, wo die Leute sind. Wir sind hier, okay. Ich glaube, die hocken so, ja. China da auch. Ah, der hat er schon jetzt schon gehabt. Ich weiß gar nicht. Ja, die sind gerade nicht da, deswegen ich gehe jetzt so lieber back, bevor hier die mich irgendwie ganken gehen. So, wie viel kostet das? 400. Die müsste ich eigentlich mir nur noch Eifer kaufen können. Ja. Ich kann mir Eifer noch kaufen. Sehr schön.
So, werden wir mal gucken. Der Jax, 161 Farben, 3-3, hat jetzt schon Trinity und wird als nächstes höchstwahrscheinlich Barmis holen. Wird das ausbauen zu Sunfire Gale. Also müsste ich mir dann mal gleich Last Whisper holen. Wenn nicht sogar als nächstes Item. So Leute, so wird das geregelt. Hyper Legend Carry incoming. So, Trade müsste noch eventuell gleich da sein, ich weiß nicht. So, ich werde mal hier den Rift Scuttler machen, wenn er nicht schon gemacht ist. Ich hoffe, er ist noch nicht gemacht. Sehr schön. Bottom Farm holen wir uns auch gleich. Gönnen wir uns. Natürlich. Hat uns ja der SKL schön vorgelegt hier. Was hat der Dings da? Der hat noch ein wenig Rüstung. Nicht so viel Rüstung. In Ansätze. Noch nicht zur Lücke. Ja, eiskalt, da bin ich eiskalt, da komme ich nicht zur Hilfe, weil ich mir sage, Leute, hätte da nicht hingehen müssen, er wird bestraft dafür. Ist ein bisschen böse, muss ich ehrlich sagen, da bin ich wirklich böse gerade in der Sache. Aber Leute müssen durch ihre eigenen Fehler lernen. Doch. Die müssen durch ihre eigene Selektive lernen. Dadurch. Eigene Dummheit muss bestraft werden. So hart, wie sich das eventuell anklingt, aber es ist einfach so. So. Ja. Keine Trade-Kontrolle. Statt da einen dummen Wart hinzusetzen, setzt er keinen bei Baron hin. Das ist halt mega komisch. Hat sie jetzt Ulti wieder geused? Würde ich jetzt nicht schlecht finden, aber es ist halt ein bisschen dumm, finde ich. Ah, ja, wissen wir schon, zumindest wo sie gerade alle sind, ne? Ja, Bottom weiß ich nicht, ob Bottom gerade pusht oder nicht. Das ist halt so eine Sache gerade. Sehr schön. Mal einen Charme kriegen, dann können wir den auch gleich sofort umbürsten. Sehr schön. Hab ich noch nicht ready, ne? Moment. Ich hab das noch nicht ready. Das ist im Moment das Problem. Hm? Hm? Ja, der wird zu viel Resi, ey. Ich muss mir danach unbedingt Dings holen. Last Whisper. Wer geht Top Lane? Die Ribbon geht Top Lane, alles klar. Hätten wir auch, glaube ich, uns ein Wett gleich gönnen. So, der Red ist genommen. Jax TP. Hat TP oder. Bottom. Ist irgendein cooles der Bottom. Wundert mich gerade ein bisschen. Ich weiß nicht gerade, was der Bottom machen will. Ist wahrscheinlich pushen. Klar. Ist die einzige Möglichkeit, aber für was? Jetzt ja. Er will unbedingt eine Tower ist wahrscheinlich bekommen, aber dann mache ich einen Strich durch die Rechnung. Definitiv. So tanky, Alter.
Wow. Wolltest du wirklich dort campen und mich eventuell töten? Sind wir schon so bedürftig? Soll ich mal verbissen, Junge? Weiß auch gar nicht, ob er mich machen würde. Das ist halt wirklich so eine Sache. Alter Schwede. Weiß nicht, wo die noch Probleme sind. Okay. Ja, Toplane, die sind zu zweit. Toplane ist zu zweit und schaffen es trotzdem nicht. Einfach finde ich schon mal mega peinlich. Wow, er trifft trotzdem noch. Wow, er lässt ihn einfach in den Blumen und macht da nichts oder was? Direkt da. Üben ist scheiße. Problem ist halt, mein Spiel kann rübeln. Das ist eine gute Frage. Ich verstehe gerade nicht, warum die... Das ist halt jetzt so wirklich interessante Frage, warum die jetzt gerade so kurz... Warum ist jetzt vielleicht ein fucking Retort? Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich für ein Spiel halten soll. Stehst du X1, klar, aber ich kann gegen den Jax im Moment nichts machen. Jax ist einfach gerade im Moment zu krass. Ihn töten können, wäre es alles gut. Sehr schön. Sehr schön! Wenn wir so fighten, dann ist es gut. Ja? Nevermind. Sehr schön, Leute. Sehr schön.
Das ist doch ein gutes Maß gerade. Das ist doch ein sehr schönes Maß, was wir gerade machen. So. Mitte pushen wird ein bisschen schwer gerade. Können wir das trotzdem versuchen. Sehr schön! Sehr, sehr, sehr schön. So, Mitte Tower haben wir noch schon eingepusht auf eine Eevee. Sehr schön. Die könnte natürlich gleich zum Drake gehen. Zum Baron gehen. Die werden auch gleich zum Baron gehen. So, ich geh back. Hol mir jetzt Last Whisper und hol mir danach Blattfürster. Ich weiß nicht, ob ich mir Dings sogar hole. Bin an der Überlegung, ob ich mir eventuell sogar. Warte mal, ich hole erstmal noch ein Red Pot hier. Bin an der Überlegung, ob ich mir Dings hole. Wie heißt denn? Blade of the Rune King bin ich an der Überlegung. Ich weiß es aber nicht. Weil die sind halt. Die haben halt alle sehr viel Life. 1, 2, 3, 3 Leute haben sehr viel Life. Das ist eine Sache. Weiß nicht, Rico, wenn du mich gerade hörst, wenn du gerade da bist, was würdest du raten? Würdest du jetzt bei dem Team Blade of the Rune King bauen? Und dazu sagen, na, das ist ein bisschen useless. Ist gerade okay. Zeit finde ich schon mal so eine interessante Frage, die man mal klären müsste. Leute, ich bin nicht da. So, Kaufplay, damit kannst du die Gegner besser killen. Alles klar. Ich weiß gerade nicht wirklich, was die gerade hier machen. Rivend ist eventuell tot, Achi ist eventuell tot. Warte, wir müssen Slow Push. Ich sehe euch alle. Sehr schön! Everybody, hey! So, ja! Mich Fokus einstellen kann irgendwie. Sehr schön. Slow Push, activated. Slow Push, Bottom, nächster Tower. Vielleicht sind wir noch was zu kriegen, wenn sie mir den Arsch kleben. Ein bisschen länger. Ja. So, ich kann mir auch, glaube ich, gleich Blade of the Rune King holen, ja. Bei den Rift Scatter glaube ich mir sie holen, ja. Ja! Holen wir uns Blade of the Rune King. Danke, David, definitiv. Danke für den Tipp. Ja, ich hole. Ari ist, glaube ich, tot. Ari ist tot. Nee, Ari ist nicht tot. Hey! One minute track.
Wenn wir Jax töten, dann können wir alles machen, ne? Wow. Ja, ich weiß. Muss ich benutzen, ja. Der Drake gleich da. Bottom pusht wieder an. Bottom haben sie höchstwahrscheinlich, glaube ich, einen Slow-Push gemacht, damit wir so länger wieder da bleiben. Moment, machen es alle richtig. So, Rapper vom auch noch hier? Sehr schön. Ich muss halt auch wieder hinten kurz hinten stehen, die ganze Zeit. Oh, Bottom Push hier, so, ey. Scheiße! Ja, das war wirklich, das war gerade MFK, weil. Wow. Nice win. Sehr schön. Ja, nice! Naja, das war gerade ein bisschen doof, muss ich ehrlich sagen. Das war bei ein bisschen zu deep, war ich da drin. Da war ich ein bisschen zu deep drin. Muss auch wieder die Kameraeinstellung gerade ändern. Es wird immer gerade zu dunkel. Mega dunkel gerade. Der Blitzkrieg, Alter. Muss einfach nur ordentlich stehen. Ich mach Damage. Ich mach viel Damage. Naja, ich bin da gerade zu deep. Ich hätte nicht da reingehen müssen und hab dann den Links gesehen. Den Vladimir. Und das war einfach der Tod. Ja. Kommt auf der Trundle gleich. Geht doch zum Trundle gehen. Ja. Wow! Habt ihr das gesehen? Die Guiding Engine of Doom! Wow! Oh, da kommt Jax, ich geh weg. Guiding Engine of Doom, boom, 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 boom. Sehr schön! Geh weg! Back und Defer. I'm Death. Ich bin happy. Ah, das ist mega geil. Merkt man auch gerade zu stark. Defer mal? Nee. Da! Ah! Nochmal, ich sehe. Sehr. Ja, kann ich nichts machen dagegen, weil wenn ich keine Ulti habe, dann kann ich es nicht machen. Wenn ich keine Ulti habe, dann
kann ich ihn auch eigentlich nicht gegen ihn fighten. Halt leider tragisch. Er wird doch vielleicht QSS holen, eventuell. Ich bin an der Überlegung, vielleicht auch Guardian Angels, weiß noch nicht. Aber naja. Steckst du halt nicht drinne? Es ist halt doof gerade. So. 11. 11-3 leider. So. Ah, die 20 Gold krieg ich noch. Ah, Ribbon push Toplane, sehr schön. Ahri wird vom Trundle von hinten genommen. Ah, ich kann mir den noch nicht kaufen, ja klar. Ich kann mir den noch nicht kaufen, weil ich noch nicht am Leben bin. Moment. Holy moly! Wenn er den tötet, dann könnten wir rein theoretisch denken. Ich bin auf dem Weg, meine lieben Freunde. Dann. Mother. Sehr schön. Zum Rift Scout haben wir auch hier. Warte mal. Sehr schön! Sehr schön. Easy, easy game. Wow, jetzt haben sie aufgegeben. So Leute! GGWP wollte ich sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei der nächsten Folge bei Road to Platinum League of Legends. Ich werde euch natürlich nächste Folge erzählen, wie viele Punkte ich bekommen habe. Und ciao.